Ja, herzlich willkommen beim Heinz-Nixdorf Museumsforum hier in Paderborn. Wir sind das größte Computermuseum der Welt und wir haben seit kurzem einen Röhrenrechner hier stehen, den man nirgendwo sonst sehen kann. Das ist ein funktionsfähiger Nachbau des ES24. Mein Name ist David Wojtkowski, ich bin hier Kurator und ich zeige euch, was man mit dem Gerät machen kann und warum der wichtig ist. Wir sind hier in der ehemaligen Firmenzentrale der Nixdorf Computer AG. Heinz Nixdorf wird 1925 hier in Paderborn geboren. Er wächst in ziemlich ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater ist zwischenzeitlich häufiger mal arbeitslos. Nach dem Krieg schafft er den Sprung ins Studium, studiert in Frankfurt Physik und nebenbei ein bisschen Betriebswirtschaftslehre. Das sind Dinge, die er später ziemlich gut gebrauchen kann. Denn sein Studium bringt er nie so richtig zu Ende. Schon 1952 startet er seine erste Firma, das Labor für Impulstechnik. Mit diesem Labor für Impulstechnik produziert er Röhrenrechner für den Mittelstand, macht damit sein erstes großes Geld und es gelingt ihm 1968, die Wandererwerke, einen Kölner Büromaschinenhersteller, zu kaufen. Mit diesen beiden Firmen, die er zusammenführt zur Nixdorf Computer AG, dominiert er in den 70er Jahren den Markt der mittleren Datentechnik, also alles, was der Mittelstand in Deutschland braucht, um seine Daten zu verarbeiten. Als er 1986 sehr plötzlich, unerwartet, auf der CeBIT in Hannover stirbt, hinterlässt er ein Unternehmen, das 4 Millionen D-Mark Jahresumsatz macht. Das Geld fließt in zwei Stiftungen, die Nixdorf-Stiftung und die Stiftung Westfalen. Letztere trägt auch dieses Haus, das Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Das größte Computermuseum der Welt ist untergebracht in der ehemaligen Hauptzentrale des Weltkonzerns. Was wir uns heute angucken, der Elektronensaldierer ES24 ist das erste Gerät, das Nixdorfs Labor für Impulstechnik damals serienmäßig auf den Markt bringt. Und dafür müssen wir ganz an den Anfang seiner Firmengeschichte, ganz an den Anfang mit einer Person, die er kennengelernt hat, die ihn überhaupt zu dieser Arbeit erst inspiriert hat. Und das ist Walter Sprick. Und da gehen wir jetzt hin. Während seines Studiums arbeitet Heinz Nixdorf in Frankfurt bei Remington Rand. Das ist eine Firma, die Lochkartengeräte herstellt. Dort trifft er den Physiker Walter Sprick. Sprick hatte schon 1951 in Kiel ein Rechengerät auf Elektronenröhrenbasis gebaut. Und diese Technologie lernt Nixdorf von Sprick. Nixdorf hat relativ bald die Idee, mit dieser Technologie eine eigene Firma aufzumachen. Und tatsächlich, 1952 macht er das dann. Das Labor für Impulstechnik sollte eigentlich mit Sprick zusammenarbeiten. Der zieht aber die sichere Anstellung bei IBM vor, übermacht Nixdorf aber seine Patente und er steht Nixdorf auch für die nächsten 10, 20 Jahre Firmengeschichte immer wieder als Ansprechpartner, als Mentor zur Verfügung und er liefert für Nixdorf immer wieder auch technologische Hinweise. Er schickt ihm Briefe mit Schaltskizzen und Ähnlichem. Nixdorf nutzt diese Informationen. Seine Firmengründung finanziert er mit einem Divisionsgerät, das er für RWE baut. Er schlägt seine Zelte auch zunächst in Essen auf. RWE zahlt immerhin 25.000 Mark. Für dieses Geld kann Nixdorf seinen ersten Mitarbeiter einstellen. Das ist der Radiotechniker Alfred Wirtschoch. Und die beiden bauen ein Divisionsgerät für RWE. Parallel dazu immer wieder, wenn es mal nichts zu tun gab, wenn auf Nachschub an Material oder Geld gewartet werden musste, bauen die beiden an anderen Geräten. So entsteht 1952 schon ein Elektronensortierer. 1954 stellen sie den ersten Elektronensaldierer fertig. Das ist der Großvater des Gerätes, was wir uns jetzt gleich angucken. 1955, nachdem er also für RWE fertig ist,
geht er einen Vertrag mit dem französischen Lochkartenhersteller Bull ein. Bull vertreibt Nixdorfs Rechengeräte und das ist eben 1955 zunächst mal der ES24. 1956 kommt dann das nächste Gerät, der Elektronenmultiplizierer EM22 dazu. Das sind die Geräte, mit denen Nixdorf in den ersten Jahren bis Anfang der 60er Jahre sein Unternehmen aufbauen kann. Dieser Elektronensaldierer ES24 steht im Original hier. Aber um zu verstehen, warum dieses Gerät so ein besonderes Gerät ist, müssen wir erst einmal in die Abteilung gehen, wo die alte Lochkartentechnik steht, also damals, als Lochkartentechnik noch mechanisch oder elektromechanisch war. Und da geht es in die Richtung. In den 20er Jahren hat IBM diese Lochkarten patentiert. Die werden relativ schnell ein ziemlicher Industriestandard. Und wenn ihr in den 50er Jahren ein mittelständisches Unternehmen oder vielleicht eine kleine Bank, Sparkasse oder sowas geführt habt, dann habt ihr eure Buchungsvorgänge, sei es Materialwirtschaft oder sei es Konten eurer Kunden, habt ihr auf solchen Karten gelocht. Jede Karte bedeutet einen Kontovorgang. Kunde hat Geld abgehoben, eine Karte. Kunde hat Zinsen gekriegt, eine Karte. Kunde hat irgendetwas anderes auf seinem Konto gemacht, eine Karte. Und am Ende des Tages kommen alle diese Karten in so eine Tabuliermaschine. Eine Tabuliermaschine macht genau das. Es werden alle diese Karten einmal durchlaufen lassen und dabei wird mitgezählt, wie viel soll oder wie viel haben hat eure Bank heute gemacht, wie viel Geld habt ihr eingezahlt oder ausgezahlt, habt ihr Gewinn oder Verlust gemacht. Alles das kann so eine Tabuliermaschine dann am Ende ausrechnen. Einziges Problem daran, die Dinger sind sehr langsam. Das hier ist ein Gerät von IBM aus den 30er Jahren. Wir können das auch anschalten. Und wenn wir das machen und so einen Stapel von vielleicht 100 Lochkarten hier einlegen, dann können wir ausprobieren, wie lange das dauert. Lochkartentechnik ist ziemlich laut. Erst recht, wenn die Maschine richtig läuft. Und sie ist langsam. Das hier sind 2,5 Lochkarten pro Sekunde. 9000 Lochkarten pro Stunde. Es ist völlig normal, dass man damit den Tagesabschluss eines Betriebstages in einem ganzen Arbeitstag machen muss. Das Neue an den Maschinen von Nixdorf ist, dass sie wesentlich schneller arbeiten. Das, was dieses Gerät in einem halben Arbeitstag macht, das kann Nixdorfs Elektronensaldierer innerhalb von einer Stunde machen. Nixdorfs Gerät wird an einen Bull-Lochkartensortierer angeschlossen, der 42.000 Karten in der Stunde macht. Das sind über viermal so viel wie diese hier. Und als Bull später Schnellsortierer auf den Markt bringt, kann Nixdorfs Elektronensaldierer ganz entspannt mithalten. Das Gerät, was Nixdorf auf den Markt bringt, ist unglaublich schnell. Und gleichzeitig ist es sehr günstig. So günstig, dass es auch euer kleines mittelständisches Unternehmen sich leisten kann. Und jetzt ist es Zeit, dass wir uns das Teil wirklich mal angucken. Das ist gar nicht so groß und gar nicht so aufregend, wie man sich das vielleicht denkt, aber es ist einen genaueren Blick wert. Und es steht in die Richtung. So sieht also jetzt Lochkartentechnik der 1950er Jahre aus. Das hier ist ein Lochkartensortierer von Bull. Das funktioniert ganz ähnlich wie die Tabelliermaschine, die wir gerade gesehen haben, nur dass dieses Gerät nicht mehr funktionsbereit ist. Hier kommen die Lochkarten rein und die werden dann hier in verschiedene Schächte sortiert. Wenn ihr zum Beispiel in eurer Bank am Ende des Tages eure Lochkarten nach Kontonummern sortieren wollt, dann wäre das Gerät eurer Wahl. Der Clou ist jetzt, dass während die Karten ja eh sortiert werden müssen, hier eine Abfühleinheit ist, die die
Zahlen auf den Karten ausliest und das an den Elektronensaldierer meldet. Das hier ist der Elektronensaldierer, der ist nicht besonders groß. 1,40 hoch, 50 mal 50 Grundfläche. Das Interessante hier dran sind hier die Anzeigen, denn dort kann die Person, die das Gerät bedient, anschließend ablesen, was hier ausgerechnet wurde. Hier sieht man mehrere Spalten und jede Spalte enthält Lämpchen von 0 bis 9 beschriftet. Jede Spalte entspricht einem Zählring im Elektronensaldierer. So ein Zählring kann mit Elektronenröhren die Ziffern 0 bis 9 speichern und einen Übertrag, mit dem man dann bei der Addition den Übertrag in die nächste Stelle speichern und am Ende der Rechnung dann durchführen kann. Insgesamt sind hier drin 396 Elektronenröhren vom Typ E90CC. Diese Elektronenröhren sind sogenannte Doppeltrioden, das heißt, damit kann man einen Flipflop aufbauen, das ist eine elektrische Schaltung, die entweder an oder aus ist, und damit rechnet dieses Gerät. Diese Elektronenröhren müssen geheizt werden und das Gerät produziert insgesamt eine Heizleistung von ungefähr einem Kilowatt. Das heißt, wenn das den ganzen Tag gelaufen ist, ist es hier so heiß, dass ich ernsthaft versuchen würde, ein Spiegelei drauf zu braten. Innen drin sind die Elektronenröhren so eng zusammengefercht, dass es auch der Hitze nicht gerade gut tut. Deswegen fällt so eine Röhre gelegentlich mal aus. Das Gerät hat Nixdorf für 10.000 D-Mark verkauft. Das ist ein Preis, für den sich das jedes mittelständische Unternehmen leisten konnte. Und das ist etwas, was für ihn den wesentlichen Markterfolg bedeutet hat. Allerdings funktioniert dieses Teil nicht mehr. Wir haben, weil wir unseren Besuchern gerne zeigen wollen, wie man so ein Teil benutzen kann und was man damit vielleicht in einer Bank machen könnte, ein Nachbau hier stehen. Der steht direkt auf der Rückseite und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, und das hier ist der Nachbau. Man sieht sofort, der ist wesentlich größer und man sieht sofort, da tut sich was. Ich zeige euch einmal ein bisschen, was wir hier haben. Das sind zwei Geräte. Das hier ist nur die Stromversorgung. Diese Stromversorgung ist technisch ein gutes Stückchen fortgeschrittener als das, was man in den 50er Jahren hatte. Diese Röhren haben ja das Problem, dass sie beim Anschalten in der Regel kaputt gehen. Und damit das nicht passiert, fährt diese Stromversorgung die Heizspannung für die Röhren langsam hoch. Wir hoffen damit, dass wir nicht so häufig Röhren austauschen müssen. Das andere, was sich technisch ganz massiv geändert hat, sehen wir hier. Man sieht, jedes Mal, wenn eine Rechnung durchgeführt wird, blinkt es dort eben. Das ist ein Modul, das für diesen Nachbau einen USB-Anschluss bereitstellt. Das Original aus den 50er Jahren hatte natürlich noch keinen USB-Anschluss, weil der erst in den 90ern erfunden wurde. Aber heute wollen wir das gerne mit einem PC bedienen können und dafür ist dieses Modul gut. Das nimmt die Informationen vom USB-Anschluss, die Informationen vom Rechner, welche Rechnung durchgeführt werden soll, und wandelt sie um in die elektrischen Signale, die sonst ein Bull-Lochkartensortierer geliefert hätte. Wenn ihr natürlich sagt, oh, das ist mir viel zu viel moderne Technik, ich möchte gerne meinen Bull 5103 hier anschließen, dann könnt ihr das gerne machen. Da oben ist ein Schalter drin und ein Anschluss für euren Lochkartenschnellsortierer. Schließt ihn an und dann könnt ihr das Gerät benutzen wie damals in den 50ern. Kommen wir zu der anderen Seite. Das hier ist der eigentliche Elektronensaldierer. Das erste, was euch vielleicht auffällt, ist hier rechts, das ist die Anzeige. Ich habe das jetzt erstmal so eingestellt, dass er einfach irgendeine Rechnung rechnet. Man sieht wieder dieselben Spalten mit Lämpchen und man sieht, dass dieses nur 12 Spalten sind. Dieser Elektronensaldierer ist quasi nur die Hälfte des ES24. Die Schaltung ist dieselbe, es sind dieselben Zählringe, aber eben nur 12 statt 24. Es gibt noch ein paar andere Änderungen. Es sind an ein paar Stellen Widerstände oder Kondensatoren verändert worden, einfach weil dieser Aufbau jetzt ja viel auseinandergezogen
ist, um das alles besser sichtbar zu machen. Aber dadurch, dass die Anordnung anders ist, muss man an manchen Stellen Kondensatoren verändern. Das andere, was hier anders ist, ist, dass das Gerät an vielen Stellen Diagnoseabnahmen hat. Das eine sieht man sofort. An jeder Röhre ist ein kleines Lämpchen. Auf die Art kann man sehen, welche Röhre gerade an- oder ausgeschaltet ist. Denn normalerweise würde man es an den Röhren selber ja nicht erkennen können. Außerdem haben die Röhren eine Diagnoseabnahme. Sollte eine von den Röhren ausfallen, kann das Gerät mit einem Diagnoseprogramm feststellen, in welchem Zählring diese Röhre ausgefallen ist. Und dann kann man diese 12 Röhren aus dem Zählring in ein Prüfgerät reinstecken und gucken, welche es denn dann tatsächlich ist. Auf diese Art finden wir sehr schnell raus, welche Röhre kaputt ist, und wir müssen nicht hier den Vorführbetrieb auf unbestimmte Zeit lahmlegen. Außerdem ist an dem Anzeigemodul eine Abnahme. Das Original ließ sich ja nur von einem menschlichen Bediener ablesen. Dieses hier kann das Rechenergebnis über das USB-Modul zurück an den modernen PC liefern, sodass wir quasi den USB-Anschluss in beide Richtungen benutzen können. Dieses Gerät ist neu. Es wurde 2021 von Henry Westphal in Berlin gebaut. Herr Westphal hat sich versucht, das Ganze aus den Originalzeichnungen zu erschließen. Und dementsprechend konnte er mir sagen, dass das wirklich sehr nah am Original ist. Das Gerät hat natürlich viel weniger Röhren, nur 204, also ungefähr die Hälfte im Vergleich zum Original. Es macht dementsprechend nur ungefähr halb so viel Heizleistung. Aber trotzdem hört man hier zwischendrin immer mal wieder den Lüfter angehen, dann ist es hier ziemlich laut und wir können nicht vernünftig drehen. Hier ist eine erste Anwendung, die zweite ist noch in der Mache. Hier kann ich zum Beispiel einstellen, was ich rechnen will. Ich kann mir meinetwegen die Primzahlen von 2 bis irgendwas aufaddieren lassen und dann wird hier addiert. Übrigens, nur um das nochmal klarzustellen, alles, was dieses Gerät kann, ist addieren. Nicht mehr. Keine Multiplikation, keine Division, keine weitergehenden Rechnungen. Es kann nicht programmiert werden. Die einzige Programmierung, die möglich ist, ist, dass man durch Verkabelung festlegen kann, welches Signal von der Lochkarte auf welchen Zählring kommt. Abgesehen davon ist das ein Gerät, das nur ein Ding kann. Und das ist gerade der große Clou. Das ist gerade das Verkaufsargument, mit dem Nixdorf hier erfolgreich sein konnte. Denn in den 1950er Jahren gab es durchaus Computer, die auch unterschiedliche Rechnungen machen konnten. Die waren schon in den 40ern, zum Teil schon in den 30ern gebaut worden, auch in Röhrentechnik. Aber die waren unglaublich teuer. Nixdorf hatte ein Gerät, das für 10.000 D-Mark verkauft wurde, was sich also ein mittelständisches Unternehmen leisten konnte. Und gleichzeitig ein Gerät, dessen kompletter Funktionsumfang von so einem mittelständischen Unternehmen auch ausgenutzt werden konnte, anders als ein großer Computer, für dessen Funktionsvielfalt das typische Unternehmen jener Zeit gar keine Verwendung hätte. Ausgehend von diesem Elektronensaldierer baut Nixdorf ein Unternehmen auf, das weltweit Rechner verkauft. Nach dem Elektronensaldierer kommt schon im nächsten Jahr der Elektronenmultiplizierer und schon einige Jahre später sowas wie das System 820. Das ist ein für die damalige Zeit erstaunlich kleiner Rechner. Was Nixdorf macht, ist im Grunde immer dasselbe. Er widersteht dem Trend, einen Rechner zu bauen, der alles kann, so wie die Großrechner an Universitäten seiner Zeit das gemacht hätten, sondern er baut einen Rechner, der nur eine Rechenaufgabe erledigen kann. Anfangs das Saldieren, dann das Multiplizieren, anschließend das Faktorieren, das ist eine Multiplikation, und dann plus einen konstanten Grundbetrag. Und damit hat er Rechner,
die dem Mittelstand genau die Rechenleistung geben, die er braucht. Nixdorf hat aber noch mehr Ideen. Er sagt, ein Rechner muss doch so klein sein, dass er in die linkere untere Schublade eines Buchhalterschreibtisches passt. Diese Verwirklichung dieser Idee hat er nie erlebt, aber heute sind wir soweit. Für die Zeit damals, für die 50er Jahre, war das aber ein gigantischer Schritt. Damals war es normal, dass ich, wenn ich zum Beispiel an einer Universität geforscht habe und dort zum Beispiel ein Computer von Zuse stand, der übrigens Mitte der 50er Jahre immer noch Relais gebaut hat, dann musste ich meine Rechnung vorbereiten, musste die Daten auf ein Loch streifen oder auf Lochkarten lochen und anschließend musste ich damit ins Rechenzentrum gehen. Dann wurden da die Sachen gerechnet, vielleicht noch in derselben Nacht, vielleicht am nächsten Tag, vielleicht in der nächsten Woche und vielleicht kriegte ich dann auch die Daten zurück und stellte fest, ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Ich habe im Programm auf dem Lochstreifen irgendwas falsch gemacht. Und dann musste ich das Ganze nochmal machen und musste nochmal vielleicht ein paar Tage, vielleicht eine ganze Woche warten. Nixdorf sagt, nein, die Rechenleistung muss bei dir ins Büro. Die muss nicht ins Rechenzentrum am anderen Ende der Stadt, sondern die muss bei dir im Büro sein, damit du direkten Zugriff darauf hast. Und das macht er mit diesen Geräten. Damit fängt er an, mit dem Elektronensaldierer 24, und das setzt er fort mit allen Geräten, die er danach baut. Und auf diese Art kann er sein Unternehmen immer weiter aufbauen und sein Hauptkundenstamm ist eben der Mittelstand. Das sind nicht wie bei Zuse zum Beispiel die Universitäten oder die großen Ämter, sondern das ist der Mittelstand, das sind die, die einzelne kleine Rechner bauen, brauchen. Und gleichzeitig ist das natürlich die Perspektive, mit der wir heute unsere Rechner immer noch betreiben. Heute hat jeder von uns einen kleinen Rechner an seinem Schreibtisch oder in seiner Hosentasche. Es gibt kaum noch Notwendigkeiten für den normalen Anwender ins große Rechenzentrum zu gehen. All diese Ideen hat Nixdorf damals schon vorher geprägt. Das ist das, was an diesem Objekt, am ES24, obwohl es ein ganz einfacher Rechner ist, so spannend ist. Und das Besondere an unserem Nachbau, das ist ganz einfach. Wer von euch hat schon mal einen funktionierenden Elektronenröhrenrechner gesehen? In den 50er Jahren war die Hochzeit dieser Rechengeräte. Anfang der 60er wurden ganz viele neue Geräte auf Transistorbasis gebaut. Die Röhrenrechner sind Stück für Stück aus der Mode und dann auch aus dem Betrieb gegangen und heute gibt es im Grunde keinen funktionierenden Röhrenrechner mehr. Wenn meine Recherchen einigermaßen richtig sind, habt ihr auf der ganzen Welt vier Möglichkeiten, einen Röhrenrechner in Aktion zu sehen. Das eine ist der Nachbau des Atanasoff-Berry Computers. Der stammt von der Iowa State University und steht aktuell im Computer History Museum. Der ist historisch interessant, weil er nachweisen konnte, dass Atanasoff von Berry schon in den 30er Jahren einen funktionierenden Röhrenrechner bauen konnte, der übrigens wie dieser hier auch nur eine Rechnung beherrschte, nämlich das Lösen bestimmter Gleichungssysteme. Wenn ihr nicht bis in die USA fahren könnt, wäre die nächste gute Adresse Bletchley Park im Vereinigten Königreich. Dort wird seit 2011 an einem Nachbau des ATSEC gebaut. Der ATSEC ist ein echter programmierbarer Computer aus den 40er Jahren. Der ist so groß wie ein ganzer Raum oder wie zwei Räume. Und das Projekt, diesen Rechner aufzubauen, ist jetzt seit 10 Jahren am Laufen und sie sind noch nicht fertig. Teile des Rechners konnten mit in Betrieb genommen werden, aber große Teile eben noch nicht. Ebenfalls in Bletchley Park ist schon 1996 ein Röhrenrechner in Betrieb gegangen. Das war nämlich der Nachbau des Colossus. Colossus haben die Briten im Zweiten Weltkrieg benutzt, um verschlüsselte Nachrichten der Deutschen abzufangen, zu entschlüsseln und dann entsprechend kriegswichtige Entscheidungen daraus zu treffen. Und auch dieser Nachbau konnte 1996 eine verschlüsselte Nachricht aus Deutschland abfangen und konnte sie entschlüsseln. Das hat nur wenige Stunden gedauert, das heißt, das Gerät funktioniert. Die Nachricht kam von hier aus Paderborn und sie enthielt damals eine Einladung an das gerade frisch gegründete Heinz-Nixdorf-Museumsforum ans größte Computermuseum der Welt.
Wenn ihr also einen funktionierenden Röhrenrechner mal sehen und selbst steuern wollt, dann würde ich euch dieselbe Einladung aussprechen. Kommt gerne vorbei, das Ding funktioniert wirklich. Bis dann in Paderborn.